Es ist nun 7 Tage her, seit Sora weg ist. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es gehe mir gut. Aber ich versuche stark zu sein. Für mich und meine Tochter. Als wir von Marvin und Mirko angegriffen wurden, hielten Ruby und ich uns erst ein paar Stunden im Wald versteckt. Zum Glück fand uns Ryland schon nach kurzer Zeit und brachte uns zum Hafen. Er gab uns Geld für die Fahrt und eine Wegbeschreibung zu einer geheimen Höhle, in der wir uns verstecken sollten. Aber er machte mir auch klar, dass er mich niemals wieder sehen möchte. Erst fuhren wir in einem Schiff, dann in einem Bus und schließlich kamen wir an unserem Ziel an. Unser Weg führte uns mitten in die Wüste, nach Oasis Springs. Hier im Nationalpark lag die Höhle versteckt. Eine Höhle, die Ryland selbst nur aus Erzählungen kannte. Früher hatten sich dort angeblich einsame Wölfe versteckt. Zu unserem Glück gibt es von Wölfen keine Spur mehr. Es gibt nur Ruby und mich. Und die Dunkelheit. Hallo, ich bin Ellie Jenux und das ist der 7. Part meiner Okkult Baby Challenge. Viel Spaß! Es ist viel passiert. Im letzten Part haben Marvin und Mirko schlussendlich angegriffen und Sora ist dabei leider von uns gegangen. Das Video, in dem das passiert ist, ist aber leider noch nicht online und ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Angst vor eurem Feedback. Denn ich weiß, ihr alle mochtet Sora wirklich gern und ich mochte sie ja auch gern. Ich versuche hier ja nur eine spannende Geschichte zu erzählen. Aber falls irgendwem von euch eine Storyline einfällt, wie wir sie irgendwie wiederbeleben können, schreibt mir das sehr, sehr gern in die Kommentare. Wie ihr im Intro gesehen habt, Livia und Ruby haben in einer geheimen Höhle Unterschlupf gefunden. Bei dieser geheimen Höhle handelt es sich um die geheime Grotte in Oasis Springs. Und dort ist eben auch ein kleines Haus, in dem früher Minenarbeiter gewohnt haben oder eben auch einsame Werwölfe. Und dort können sie sich nun verstecken. Aber wie ihr mittlerweile sicher alle schon wisst, dort werden sie nicht allzu lange bleiben, denn sehr, sehr bald ziehen sie in ein neues Haus. Und möglicherweise wird dieses Haus ja von dir gebaut. Denn es gibt momentan eine Shell-Challenge von mir, an der du dich sehr, sehr gerne beteiligen kannst. Alle Infos findest du hier oben in diesem Video. Und jetzt habe ich genug gelabert, wir starten in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Livia versucht gerade, die kleine Ruby zu beruhigen, aber ihr geht es wirklich nicht gut. Also beide sind unglaublich traurig. Aber zumindest konnte Livia ihre Tochter beruhigen und sie ist eingeschlafen. Ja, Livia geht es sehr, sehr schlecht. Sie weint sich jetzt auch unter der Bettdecke aus. Wir sehen hier, sie ist in Trauer, weil sie eben Zeuge des Ablebens eines geliebten Sims war. Übrigens habe ich die Urne von Sora mitgenommen. Die habe ich einfach hier hingestellt. Und Livia kann nicht um Sora trauern, weil sie hier nicht hinkommt. Ach, wie blöd ist denn das? Da hat sie so gut hingepasst. Dann stellen wir die Urne einfach hier in die Ecke und dann wird Livia einmal um ihre verstorbene Freundin trauern. Sie tut mir wirklich unglaublich leid. Aber gut, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie die beiden hier momentan leben. Also das ist eben der geheime Ort. Ich liebe den übrigens. Falls ihr Fragen habt, wie man dorthin kommt, ich verlinke euch hier rechts oben jetzt ein Video. Das habe ich vor Ewigkeiten aufgenommen, aber in dem erkläre ich euch alles, was ihr wissen müsst. Es sieht hier so unheimlich mystisch aus. Also hier kann man angeln, das könnte Livia eigentlich gleich mal machen. Und dann wachsen hier noch diverse Pflanzen, aber ich glaube, es ist leider nichts reif. Das ist sehr, sehr schade. Denn das Grundstück hier hat das Merkmal rustikales Leben. Also wir brauchen eben die Dinge, die wir zubereiten. Wir können nicht einfach so etwas aus dem Kühlschrank zaubern. Und es wäre natürlich perfekt, wenn Livia hier drinnen Zutaten finden würde. Denn auch wenn sie jetzt wirklich weit weg sind von den Vampiren, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass Livia ungern bei Tag rausgeht.
Einfach weil sie es nicht riskieren möchte, entdeckt zu werden. Ja, vielleicht wachsen die Kartoffeln ja noch, während wir da sind. Das wäre wirklich toll. Im Endeffekt könnte man meinen, wir sind jetzt wieder fast am Beginn der Challenge zurück. Also Livia lebt an einem Ort, an dem sie nicht sein möchte. Sie muss ständig weglaufen. Sie hat fast kein Geld und sie ist einfach nur komplett überfordert mit allem. Aber zumindest hat sie gerade einen Fisch gefangen. Gratuliere, er ist 6 Simoleons wert. Naja, so werden wir ganz sicher nicht reich. Was außerdem im letzten Part ganz am Ende noch passiert ist, Livia hat sich Rache geschworen. Also wir haben eben gesehen, dass sie jetzt nicht mehr wirklich Angst vor den Vampiren hat, sondern dass sie einfach nach Rache dürstet. Und wie das Ganze aussehen wird und wie ich mir das vorstelle, das erkläre ich euch später dann noch ein wenig genauer. Livia hat einfach gerade die Kuhpflanzenbeere gefangen. Wie cool ist das einfach? Also, falls ihr nicht wisst, was das ist, die kann man ansetzen und daraus wird dann die wirkliche Kuhpflanze. Also diese Pflanze, die eben Sims frisst. Das ist absolut großartig. Können wir die hier gleich anpflanzen? Ich meine, ja, wir müssen sie dann beim Umzug mitnehmen. Aber ich möchte die Pflanze anpflanzen. Ich finde die unglaublich toll. Livia pflanzt das mal an. Wir können die Kuhpflanze einfach mit Tränen gießen. Ja, dann machen wir das einmal. Können wir diesen Fisch jetzt essen? Also in den Kühlschrank geben können wir ihn schon mal nicht. Können wir ihn vielleicht grillen? Nein. Wieso nicht? Wieso können wir den nicht grillen? Bratfisch. Wir brauchen 3 Fisch für einen Bratfisch. I'm sorry, Livia, du musst jetzt wieder angeln gehen, sonst hast du heute nichts zu essen. Ich hoffe, sie fängt schnell ein paar Fische, denn es geht ihr jetzt gar nicht mehr so gut. Und wir haben erst kurz vor 14 Uhr. Ich denke nämlich, am Tag traut sie sich auf keinen Fall raus. Da hat sie viel zu viel Angst, dass sie irgendjemand sehen würde. Aber in der Nacht können wir uns vielleicht schon mal rauswagen. Und dann können wir ja einfach schauen, was wir so finden. Wir haben Angeln Level 2 erreicht. Und sie hat noch einen Fisch gefangen. Perfekt. Einen brauchen wir noch. Und dann möchte sie noch Ruby sehen, denn ja, okay. Der geht es tatsächlich nicht so gut. Aber Ruby, halte durch. Deine Mama muss noch einen Fisch fangen. Da sind so viele Fische. Wieso stellst du dich so an? Warum rennt sie nicht einfach rein und holt einen raus? Wie man merkt, ich habe keine Ahnung vom Angeln. Anscheinend sind die Fische in dieser Gegend zu clever für Livia. Das ist nicht gut. Ja, dann kümmere dich jetzt einfach mal um dein Kind. Als erstes werden wir ihr mal die Windeln wechseln und dann kannst du sie stehlen. Und sofort, wenn sie reinkommt, zieht sie natürlich die Urne von Sora und ist wieder sehr traurig. Und es geht ja auch so schlecht. Ich hoffe wirklich, wir fangen so schnell wie möglich einen Fisch, damit sie wenigstens irgendwie was essen kann. Und Ruby ist wieder eingeschlafen, deshalb kann Livia weiter angeln. Vielleicht müssen wir es sonst mal hier versuchen oder hier hinten. Vielleicht sind das bessere Angelspots. Aber ich glaube, das macht tatsächlich keinen Unterschied. Bin mir aber natürlich nicht sicher. Endlich, wir haben den 3. Fisch gefangen. Perfekt, dann kann sie sich jetzt schnell etwas grillen und zwar einen Bratfisch. Perfekt. Es ist jetzt nämlich auch schon nach 21 Uhr. Also sobald sie gegessen hat, müssen wir dann ganz kurz noch rausgehen und schauen, ob wir etwas zu essen für morgen finden. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg in den Park. Und jetzt sind die beiden hier. Livia trägt Ruby in dieser Rückentrage und ich liebe alles daran. Es ist einfach so süß. Aber gut, wir müssen uns jetzt darum kümmern, Dinge zu finden. Hier sind Pflanzen. Zitronen. Ja, wir ernten Zitronen. Ich habe keine Ahnung, ob wir damit etwas kochen können, aber wir machen es einfach mal. Und dann kann sie ja die Kochbananen gießen. Vielleicht können wir da dann morgen schon etwas ernten. Ansonsten sehe ich jetzt hier nicht wirklich etwas. Also zumindest nichts Essbares. Wir könnten hier zwar Kristalle und so ausgraben, aber an Geld mangelt es uns ja gerade eigentlich nicht, sondern eher an Nahrungsmitteln. Mehr scheint es hier leider auch nicht zu geben, denn im Müll können wir auch nicht wühlen. Ja, dann gehen wir am besten wieder zurück in die Grotte. Der Eingang zur Grotte ist übrigens da hinten, falls ihr euch das gefragt habt. Und in unserem Fall ist er eben schon geöffnet. Deshalb können wir hier ganz einfach zur vergessenen Grotte reisen.
Und hier sind wir wieder. Livia wird Ruby jetzt noch einmal in den Schlaf wiegen und dann wird sie selbst schlafen gehen. Und unsere Bratfische werden dann morgen vermutlich schon vergammelt sein. Absolut großartig. Während die beiden schlafen, wollte ich jetzt übrigens noch auf einen Kommentar eingehen. Und zwar auf einen Kommentar von der lieben Silke. Und zwar hat sie geschrieben, eine Trauerfeier oder eine Hochzeit wären ein guter Grund für ein Wiedersehen. Das sehe ich jetzt zwar nicht so, aber dann hat sie noch hinzugefügt, oder Marvin entführt jemanden. Und diese Storyline finde ich einfach nur so unglaublich großartig. Also ich weiß jetzt noch nicht wen, am besten natürlich irgendeinen der Kinder. Beispielsweise eines von Daisys Kindern, so wie Paprika, das ist ja ihre jüngste Tochter. Oder auch Titan, der ist halt schon ein bisschen älter. Aber das würde sich natürlich sehr gut anbieten. Falls jemand von euch eine Idee hat, wie wir das mit dem Entführen umsetzen können, sodass es in die Story passt, schreibt mir das sehr, sehr gern in die Kommentare. Das war eine sehr, sehr kurze Nacht. Es ist 6 Uhr früh und Ruby hat Livia gerade geweckt, denn sie hat Hunger und deshalb werden wir sie natürlich gleich mal füttern. Sie wird sie gleich mal stillen. Und dann müsste sie auch einmal gebadet werden. Gut, dass wir in diesem Haus jetzt eine Badewanne haben. Am Anfang des Videos habe ich ja schon angeteasert, dass Livia jetzt Rache möchte und sich eben an den Vampiren rächen will. Und wie die Rache aussieht, das habe ich mir auch schon überlegt. Und zwar möchte ich nämlich diese Storyline als Vorlage nutzen, warum es überhaupt Sinn macht, dass Livia so viele okkulte Babys haben will. Denn nach allem, was jetzt passiert ist, ist sie der Meinung, dass Marvin und Mirko es nicht verdient haben zu leben. Und deshalb möchte sie die beiden um die Ecke bringen, falls ihr versteht, was ich meine. Und als normaler Sim ist das natürlich sehr unmöglich, da die beiden ja Meistervampire sind. Und als Sterbliche kann man da recht wenig bewirken. Und deshalb beginnt nun die eigentliche Geschichte, warum Livia so viele übernatürliche Babys haben möchte. Sie möchte nämlich aus erster Hand sehen, wie mächtig die okkulten Wesen sind und vor allem, welches dieser Wesen am mächtigsten ist und in der Lage wäre, Marvin und Mirko zu besiegen. Und deshalb ist es ihr Ziel, zuerst herauszufinden, welches Wesen am mächtigsten ist. Dann möchte sie sich in dieses okkulte Wesen selbst verwandeln. Und am Ende der Challenge wird sie dann den Vampiren den Krieg erklären. Das war jetzt eben meine Idee, damit das alles ein bisschen mehr Sinn macht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und natürlich auch, falls ihr schon Ideen für Storylines habt. Und die Frage, die wir uns nun stellen müssen, ist natürlich, welchem okkulten Wesen soll Livia jetzt als nächstes näher kommen? Vielleicht Zauberer, vielleicht Meerjungfrauen, vielleicht Geister oder gar Aliens? Was wäre da eure Idee? Was glaubt ihr, wäre mächtig genug, um einen Vampir zu besiegen? Und falls ihr euch noch daran erinnert, bevor Sora von uns gegangen ist, hatten Livia und sie ja ein Techtelmechtel. Livia fühlt sich jetzt auch schon ein bisschen komisch, also ihr ist die ganze Zeit ein bisschen übel, sie hat mehr Hunger, sie muss öfter auf die Toilette, eben all die Sachen, die sie bei ihrer Schwangerschaft mit Ruby auch hatte. Aber an einem Ort wie diesen kann sie natürlich keinen Schwangerschaftstest machen. Deshalb weiß sie jetzt nicht ganz, ist da ein Baby unterwegs und wenn da ein Baby unterwegs ist, wie ist das überhaupt möglich? Sora war ja eine Frau, aber möglicherweise ist das bei Werwölfen ja anders. Aber das werden wir dann nächstes Mal erfahren.